Because back then, when I was in your position, I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I have heard today that some people think that the U.S. Hallo liebe Zuschauer von Druschpa FM. Wir waren lange nicht online. Unterschiedliche Gründe, aber wir kommen langsam zusammen und heute sprechen wir mit Wilhelm Domke Schulz über das aktuelle Geschehen im Nahosten. Kam eigentlich nicht so ganz überraschend für uns, aber doch irgendwie sehr heftig. Und also es ist ein ganz schwieriges Thema für mich. Ich kenne mich da ganz wenig aus, was Israel betrifft und Palästina. Klar, also im Groben die Seiten, wann das ungefähr und warum angefangen hat. Jeder hat natürlich seine Sicht. Die Israelis haben ihre Sicht, die Palästinenser und die Araber ihre Sicht. Und heute versuchen wir mit Wilhelm Domke Schulz da noch ein bisschen Licht in Dunkelheit zu bringen, weil der Wilhelm war im Nahosten, so wie in Israel, auch in Palästina und hat dort so im 90er Jahren seine Filme gedreht. Und ich hoffe, der Wilhelm klärt uns heute auf, ob das, was wir heute sehen, also dieses wirklich erbärmliche Abschlachten von beiden Seiten, ob das jetzt eine Vorgeschichte hat bestimmt, aber welche und was wir aus diesem Konflikt, was für Thesen, Schlüssel wir noch ziehen können und gibt es da noch irgendeine Möglichkeit, dass irgendwann dieses Feuer friedlich erlöschen wird oder zumindest mal zum Stillstand kommt, also dieses Abschlachten. Wilhelm, das Thema ist für heute Morgen schwierig. Also von allem, das in Deutschland betrachtet, ne, dass man jetzt über Israel und die Juden allgemein ja, überhaupt nicht schlecht reden darf, über Palästinenser schon. Und man wird auch schnell angegriffen als Antisemit oder, also egal, ob man jetzt nur sagt, die Palästinenser haben einen Grund zum irgendwas. Ne? Also übrigens, ich bin überhaupt gegen Gewalt, gegen das Töten, Morden, egal auf welchem Grund. Und ich unterstütze überhaupt nicht, also das, was da jetzt passiert, aber von beiden Seiten. Und heute genau wollen wir es etwas herausfinden, ob wirklich da jetzt nur eine Seite schuldig ist oder gibt es da irgendwas, was diesen, ja, man kann das nicht anders nennen, es ist ein Hass von beiden Seiten aufeinander, wegen, also ich sage das plausibel, wegen einem Stück Land. Wie entstand dieses Konflikt und was waren deine Eindrücke, wo du dort warst, mit Menschen geredet hast? Was meinst du über diesen, also jetzt plötzlich, für viele plötzlich aufgeflammten Krieg? Naja, also du hattest ja schon gesagt, dass ich in den 90er Jahren da Filme gemacht habe, also es war ein bisschen länger, also bis in die 2010er Jahre. Also wenn ich so auf mein Berufsleben zurückblicke, war ich, glaube ich, in keiner Region in der Welt öfter als im Nahen Osten und immer jeweils in Israel und Palästina, also auf beiden Seiten. Ich habe da zahlreiche Filme gemacht für diesen, wie nennt der sich, sogenannten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für verschiedene Sendeformate, also Magazinbeiträge, Reportagen, auch für ARD. Und das hing im Prinzip damit zusammen, ich bin ja in der DDR aufgewachsen und da war man immer auf Seiten der Palästinenser, also die sind sozusagen die Opfer. Das ging ja bis in so eine Bezeichnung, die hört man manchmal jetzt auch noch, wo Israel schon fast als faschistisch bezeichnet wird, ja, also die Besatzungsmacht und so weiter. Und andere Möglichkeiten hatte man nicht. Und da bin ich ja glücklicherweise, nachdem die BRD über uns gekommen ist, so viel 2,5 Millionen andere gleich arbeitslos geworden. Ne? Und da hatte ich ja glücklicherweise dann viel Zeit. Und da ergab sich gleich am Anfang, hat man also versucht, die DDR-Bürger aus dem Medienbereich westlich zu ideologisieren, indem man denen also irgendwie die westliche Sichtweise nahebringt. Und da war eine der ersten Sachen, die ich da gleich mit in Anspruch genommen hatte, weil ich ja nichts weiter zu tun hatte, war ein Angebot von der Bundeszentrale für politische Bildung, so eine Israel-Reise zu machen, also sowohl auf israelisches als auch auf palästinensisches Gebiet, um sich da mit dem Thema vertraut zu machen.
Und da ich ja zur DDR-Zeit noch viele jüdische Freunde hatte, also zum Beispiel den Jan Koplowitz, den Schriftsteller, das war einer der Überlebenden vom jüdischen Waisenhaus in Berlin, hatte mich das immer interessiert. Ich hatte ja vorher nicht die Möglichkeit, ne? Und bin da hingefahren und da haben sich sehr viele Verbindungen ergeben. Von der ersten Reise habe ich heute noch Freunde in Israel und Palästina. Ich habe auch eine Langzeitbeobachtung gemacht über den evangelischen Pfarrer in Bethlehem über 20 Jahre, immer wieder hingefahren und mich informiert über die palästinensische Sicht. Und so hat sich das entwickelt, also dass man immer mehr Eindrücke gewonnen hat. Ich habe mich mit der jüdischen Kulturgeschichte, mit der ganzen Entstehung beschäftigt und so ist der Wissensstand zu dem Thema entstanden. Und ich denke, du hast es ja schon angesprochen, es gibt ja zwei Lager, ne? Also die einen sind pro-palästinensisch, verurteilen Israel, die anderen sind pro-israelisch, verurteilen die Palästinenser als Terroristen. Und aus meiner Sicht ist es wie bei vielen Konflikten, genauso wie in der Ukraine, eine sehr einseitige Betrachtungsweise. Also da gehören immer zwei Seiten dazu. Und du hast es genauso angesprochen, dass das Problem eigentlich das Land ist. Also wenn wir jetzt mal weiter zurückgehen, weil immer gesagt wird, Nahostkonflikt, ja, wie ist der überhaupt determiniert? Wie verstehen wir den? Wo kommt der her? Wo sind die Ursprünge? Da hatte ich auch bei M Film auch einen kleinen Disput beim MDR, wo mir die zuständige Programmchefin da eine Textveränderung nahegelegt hat. Ich soll doch in meinem Beitrag behaupten, dass der Nahostkonflikt die Ursache des Nahostkonflikts der Siedlungsbau der Israelis ist. Also es war das einzige und erste und einzige Mal, dass man versucht hat, mich da irgendwie zu zensieren. Sonst ist mir das eigentlich nie passiert. Und da musste ich diese Programmchefin, die offenbar genauso wenig informiert war wie du jetzt, du hast ja gesagt, du weißt ja nicht so genau Bescheid, musste ich die erstmal aufklären, dass das die Ursache des Nahostkonflikts völlig woanders liegt. Und da haben wir uns dann geeinigt, dass mein Text so bleibt, wie er ist und ich da nicht so eine Sprüche darin haue, weil die eigentliche Ursache des Nahostkonflikts, die Entstehung des Nahostkonflikts, liegt ja in der Judenverfolgung über Jahrhunderte in Europa. Das ist ja sozusagen der Ausgangspunkt, ne? In Spanien, in Deutschland. In Deutschland wurden schon im 15. Jahrhundert die ersten Judenpogrome durchgeführt und so weiter. Also die Judenverfolgung geht ja über Jahrhunderte in Europa. Und offenbar ist denn so eine Mentalität entstanden, oder so eine Einstellung entstanden, dass es sinnlos ist. Also, dass es völlig sinnlos ist, darauf zu hoffen, nachdem das jahrhundertelang gescheitert ist, als gleichberechtigte Bürger irgendwie wahrgenommen zu werden. Und so ist diese zionistische Idee entstanden. Also, dass man gesagt hat, dann müssen wir irgendwie auswandern, einen Staat gründen, wo wir selber Herr unseres Lebens sind und nicht irgendwo sind, wo wir nur Menschen zweiter, dritter, vierter, fünfter Klasse sind. Und da hatte man erst diskutiert, nach Uganda zu gehen, obwohl das ja nun nicht viel mit jüdischem Leben so richtig zu tun hat. Und irgendwann hat man dann auf diesem jüdischen Weltkongress, der ja noch vor weit über 100 Jahren stattgefunden hat, entschieden, in das Land zurückzugehen, wo man ursprünglich herstammte. Also in dieses, damals hieß es ja Judäa, also in dieses jüdische Königreich, was jetzt also Territorium von Israel ist, dass man da wieder zurückgeht. Und eine der ersten Maßnahmen war eben die Gründung der Stadt Tel Aviv. Das ist ja nur auch schon ein bisschen über 100 Jahre her. Und am Anfang war das relativ friedlich. Also die dort einwanderten, das waren sehr viele aus Russland. Ihr habt ja mehrere Zuzugsbewegungen aus Russland. Die erste schon nach 1905, nach der Revolution. Die nächste größere Welle so in den 20er Jahren. Da war es relativ friedlich. Man hat dann von arabischen Bauern Land abgekauft und da zum Beispiel diese Kibbuzim gegründet, diese urkommunistischen Wohngemeinschaften, ja, wo es nur gemein
Gemeinschaftseigentum gab. Wilhelm, dann darf ich mal hier einhaken. Du hast gesagt, noch vom 14. Jahrhundert wurden die Juden in Europa verfolgt. Wie saß das dann in Russland? Weil ich weiß, dass da auch größere Gemeinden gab es. Wie lebten die dann genauso schlecht in Russland oder war es anders? Nein, in Russland gab es auch Pogrome. Es gab Pogrome, wie gesagt, in Spanien, in Deutschland, in Polen und eben teilweise in Russland auch. Wobei das nicht so diese extremen Ausmaße angenommen hat. Also eine Sache, da bin ich nicht so ganz informiert. Ich glaube, es gab ja in der Sowjetunion mal so eine jüdische Republik oder ein autonomes jüdisches Gebiet auf ihrem Territorium der Sowjetunion. Mir ist jetzt ja nicht so bekannt, ob es das heute eigentlich noch gibt. Also, weißt du da was drüber? Also ich weiß, dass die jüdischen Gemeinden doch sehr, also die gibt's im, im die gab es auch im sowjetischen Territorium, aber auch jetzt in Russland. Es ist jetzt nicht mehr so ausgeprägt. Also es war eine große jüdische Gemeinschaft in Ukraine. Das ist ja Ex-Sowjetunion. Hauptsächlich Die gab es Odessa auch zum auf der Beispiel, Krim, ja. glaube ich, und die gab es auch in Russland. Also ich weiß nur, dass in Zarus, also quasi, also das, was ich jetzt mitgekriegt habe, wie gesagt, ich habe mich da jetzt nicht explizit damit beschäftigt. Das hat man auch nicht oft in diesen letzten 10 Jahren, wo ich also aktiv geworden bin. In Russland sind Juden und sind also nicht unbedingt ein Thema, weil die werden ja dort ja nicht verfolgt, zumindest mal nicht so wie das im 19. Jahrhundert hier in Deutschland war. Und die haben sie ja eh geschützt, die haben sie quasi von Nazi gerettet, ne? Und das war das Thema eigentlich, weil die waren ja nicht irgendwie dann ein besonderer Volk, weder ein besonderer Volk, auch noch die Verfolgten. Also die waren quasi ein gerettetes Volk und die lebten ja dann auch viele in Russland, weil ich weiß ja, es gibt ja auch sehr viele Auswanderer in Israel und in Naja. Deutschland, die in Russland gelebt haben, also in Sowjetunion, auch in größeren Gemeinden. Also sind Hunderttausende von Menschen. Also die waren dort, die waren nicht vertrieben, die sind auch nicht geflüchtet von Sowjetunion, also von der Sowjetmacht oder Regierung. Und was ich nur gehört habe, dass also jetzt vom Platoschin, kennst du vielleicht, so ein Politiker aus Russland, da habe ich gestern sein Video, weil jetzt kommt das Thema ja wieder hoch in Russland, und er hat gesagt, dass Sowjetunion hat ja, wie du schon angedeutet hast, den Palästinenser unterstützt. Und auch quasi die Regierung, die von Palästina war, die war ja auch pro-sowjetisch. Also die haben dort also quasi auch ja, ein kommunistischer Staat oder halt sozialistischer Staat mit aufgebaut. Und die Bewegung Hamas war die Gegenmaßnahme von Westen, also die Islamisten, gegen diese Kommunisierung des Palästina. Ist das jetzt so richtig oder? Ja, das kann man so sagen. Also die DDR habe ich ja selber auch erlebt. Da waren sehr gute Beziehungen zur PLO. Yasser Arafat war öfter in der DDR. Palästinensische Studenten haben hier studiert an den Universitäten, an der Filmhochschule hat Und noch. waren die Islamisten oder waren das... Nee, nee, das waren alle links eingestellte Leute. Also was man, ich weiß nicht, der Begriff ist ja jetzt so diffus, also was man damals unter eher sozialistisch orientiert verstanden hat. Ja, so wie Kurden zum Beispiel, ne? Ja, Also, so. aber was aus denen jetzt geworden sind, das ist ja also echte Terroristeneinheiten, ne? Die mit Taliban, das heißt, die These, was jetzt Platoschin gesagt hat, das ist ein, also der hat ja als Präsident kandidiert, wurde aber in Russland dann irgendwie zur Seite geschoben. Also der kennt sich aus, weil der als sowjetischer Politiker auch sehr aktiv war, auch in dieser Länder. Und der sagt, dass dieser Hamas-Angriff jetzt, ne, das ist das Gleiche, was mit Al-Qaida passiert worden ist. Die ist von USA und CIA gegründet worden ist, also damals Bin Laden, auch Hamas jetzt. Und unterstützt, bewaffnet und dann sind die quasi selbstständig geworden, genauso wie Taliban, ne, in Afghanistan. Das heißt, er sagt, das, was wir heute sehen, dieses schreckliche Abschlachten der Israelis, ich sage Israelis, weil im Israel leben sehr viele Nationen, auch Russen, Ukrainer, Deutschen, alle. Und das ist quasi die Folge von damaliger Politik gegen die Sowjetunion. Ja, das kann man im Prinzip so sehen, weil das sind ja immer dieselben Methoden. Das ist ja das Gleiche, wie heute auch in Afghanistan passiert ist. Denen hat diese sozialistische demokratische Republik nicht gefallen, den Amerikanern. Also hat man die Mudschahedin aufgerüstet und am Ende kommt dann so ein Taliban-Regime bei Und raus. im Iran ja auch. Ja, das ist im Prinzip dasselbe. Also insofern sind das immer die gleichen Sachen, die da passieren. Jetzt erntet man die Früchte dieser Spaltungspolitik sozusagen. Also
Es gibt ja auch gemäßigte Kräfte, also zum Beispiel PLO und die Fatah-Bewegung, die waren ja nicht so extrem wie jetzt die Hamas. Also da gibt es ja verschiedene Abstimmungen, Abstufungen, ja, vom Grad der Ziele und der Aggressivität. Und die Hamas-Bewegung, die ja erst im Laufe der Jahrzehnte immer stärker geworden ist, die war ja vorher nicht so. Also als die ersten Auseinandersetzungen losgingen, das war ja schon in 20er, 30er und dann auch später in 40er Jahren immer stärker. Das hatte ja mit Islamismus in dem Sinne nichts zu tun, sondern das war eine Widerstandsbewegung sozusagen der einheimischen arabischen Bevölkerung dagegen, dass dort immer mehr jüdische Siedlungen, immer mehr jüdische Städte entstanden sind, das Territorium immer größer wurde und sie sozusagen ja immer mehr ins Abseits hier drängt worden sind. Also da, und da ist ja der Hauptgrund, den hast du ja gesagt, es geht um dasselbe Land, also zwei Völker, ein Land. Ja, und das ist eigentlich so das Hauptproblem, während, wie gesagt, die Ursache, und da lege ich immer großen Wert drauf, dass man daran denkt, dass dieser Staat Israel entstanden ist, hat ja nur mit der Judenverfolgung in Europa zu tun. Also wie hätte die nicht stattgefunden und auch nicht so im extremen Maß dann auch im Dritten Reich mit der Judenvernichtung, wo man über 6 Millionen Juden ermordet hat, dann wäre ja diese Bedürfnis nicht so potenziert worden, sich einen eigenen Staat irgendwo zu suchen. Bloß nun macht das mal auf einer Welt, wo überall schon Leute sind. Also wo willst du denn jetzt ein Land gründen? Normalerweise hätte eigentlich eins der Länder, die am meisten Juden vernichtet und verfolgt hat, eigentlich als Wiedergutmachung sagen müssen, dann geben wir euch ein Territorium für als Wiedergutmachung sozusagen, wobei das schlecht möglich ist. Ermordete Menschen sind ermordet. Wie willst du das wieder gut machen, um denen eine Möglichkeit zu geben, einen Staat zu gründen? So, das hat aber keiner gemacht. Also ich erinnere bloß an so eine Sache. Ich weiß nicht, was du vielleicht auch von gehört haben. Als die Judenverfolgung immer stärker wurden im Dritten Reich, hat man ja so eine Propagandaaktion gestartet, hat so ein Übersee-Fahrgastschiff voll mit Juden geladen und ist dann los, USA, Kuba, Lateinamerika, und hat gesagt, dann nehmt die doch. Also hier ist das Schiff, hier sind diese paar tausend Juden auf dem Schiff, dann nehmt die doch, wenn ihr die schützen wollt, wenn ihr die retten wollt. Und ist von allen abgelehnt worden. Also USA hat abgelehnt, die aufzunehmen, die durften da nicht mal einlaufen. Kuba hat das abgelehnt, andere lateinamerikanische Länder haben es abgelehnt, und dann kam das Schiff wieder zurück nach Deutschland. Und dann sind die in KZs gelandet und im Vernichtungslager, weil die keiner haben wollte. So, und so ist denn hat sich diese Idee immer mehr verstärkt, einen eigenen Staat zu gründen. Gerade nach 1945 gab es ja dann diese große Siedlungsbewegung nach Israel von Juden, gerade auch Leute, die überlebt haben, die KZs überlebt haben, die Vernichtungslager überlebt haben. Gab es eine große Ausreisewelle nach Palästina. Und damals war das ja noch britisches Mandatsgebiet. Ja, das war ja ursprünglich mal Osmanisches Reich, genauso wie Syrien war auch mal Osmanisches Reich. Und je mehr dorthin kam, umso größer war der arabische Widerstand. Und da gründeten sich dann auch die ersten bewaffneten Gruppen, um sich dagegen zu wehren, von israelischer Seite oder von jüdischer Seite. Damals Israel gab es ja da noch nicht. Das war hier die Irgun und jetzt habe ich den anderen vergessen. Na, ist egal. Also diese zwei bewaffneten, also die großen bewaffneten Gruppen. Und da gingen im Prinzip schon diese Kämpfe los. Und weil du das so angesprochen hast, diese, was man ja eigentlich schon auch als Bestialität bezeichnen kann, die ersten Sachen, die da passiert sind, jetzt vor wenigen Tagen, also diese Bilder sind ja auch um die Welt gegangen, wie da wahllos israelische Zivilisten, ganze Familien abgeschlachtet wurden, Autos beschossen, alle Insassen tot in Häuserinnen und alles, was da sich bewegte, am Morgen. So eine Bestialitäten hat es ja im Prinzip damals auch schon gegeben. Das zieht sich ja schon durch. Also es gab immer extremistische Gruppen auf palästinensischer Seite. Das sind nicht die Palästinenser, sondern das sind extremistische Gruppen. Und das ist genau wie in Israel und anderen Ländern, ist das eine Minderheit,
in der Bevölkerung. Also so, ich kann es nur aus dem Bauch schätzen durch die vielen Reisen im Nahen Osten. Also war so mein Eindruck, dass ein wirklich extremistischer Teil der palästinensischen Bevölkerung vielleicht 10% sind. Und auf der jüdischen Seite, auf der israelischen Seite ist es auch so. Da sind ja auch nicht alle hassen jetzt Palästinenser oder wollen Palästinenser umbringen. Da ist der Anteil genauso etwa in dieser Größenordnung. Und das Problem ist ja immer, wer übernimmt die Macht? Also wer beherrscht das eigene Volk? Das Problem haben wir jetzt ja auch in Deutschland. Also ich denke, die Leute, die da jetzt hier an der Macht sind und Kriegslüstern sind, sind auch nur eine Minderheit in der deutschen Bevölkerung. Aber sie üben die Macht aus, ja, diese russophoben Kriegstreiber. Also die Frage ist ja, wer übernimmt die Macht? Und da hat sich das leider eben so entwickelt, dass die extremistischen Kräfte immer mehr an Zulauf und Macht gewonnen haben. Also, um mal auf die, was ich noch als Beispiel sagen wollte, sowas kann man sich ja auch alles ansehen in Israel für diese Brutalität, die da auch also eine große Rolle spielt. Also, wenn man diese Straße von Tel Aviv nach Jerusalem fährt und dann so langsam in die Berge kommt, da hat man ja diese Bus- und Lkw-Wracks ja noch liegen lassen. Die sind noch aus dem Krieg von 1948, wo also nur Westjerusalem unter jüdischer Kontrolle war und Tel Aviv und die Territorien dazwischen waren eben arabisch. Und man hat immer versucht, Westjerusalem zu versorgen von Tel Aviv aus mit Lebensmitteln und so weiter und hat da immer Autokonvois hingeschickt, Lkw-Konvois, Bus-Konvois und die wurden immer von allen Seiten beschossen und die Wracks liegen da heute noch. Also es hat unzählige Tote gegeben und das hat ja am Ende dann auch zu dem 67er Krieg geführt, dass man gesagt hat, diesen Zustand kann man nicht aufrechterhalten. Immer wenn man jüdische Gebiete versucht zu vernetzen, die Leute zu versorgen, dass dann immer geschossen, gemordet und die Konvois da gesprengt werden. Und das ist so ein, also so eine Art Gegenmaßnahme. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich diese Schema, also Palästinenser Opfer, Israelis Täter oder Israelis Opfer und Palästinenser Täter, das funktioniert nicht. Das ist so eine Sache, die sich irgendwie gegenseitig bedingt und hochgeschaukelt hat, weil eben das um das eine Land geht, wo beide hinwollen. Und von Seiten der Hamas ist ja zum Beispiel immer wieder gesagt worden, ihr Ziel besteht darin, Israel in einem Meer von Blut zu ertränken. Und diesen Staat und diese Bevölkerung ins Meer zu jagen. So, das ist ja so der politische Anspruch der Extremsten unter den Palästinensern. Das trifft nicht für alle zu, nicht für die Mehrheit, aber eben für so eine extremistische Gruppe. Und wo ist da jetzt der Kompromiss? Also wenn auf der anderen Seite die Israelis sagen, ja, das ist der einzige Staat, das einzige Land, was wir haben. Also wo sollen wir jetzt hin? Die stehen ja auch mit dem Rücken an der Wand. Also denen ist ja durchaus bewusst, dass die auf dem fremden, also eigentlich vorher besiedelten Territorium sind. Ja, was ja, da war ja, da gab es ja seit 2000 Jahren keinen jüdischen Staat mehr. Aber wo ist die Alternative? Das heißt, wenn ich jetzt so eine Kommentare lese, Netanyahu hat ja zum Beispiel gesagt, er fordert die Leute auf aus Gaza, sich zu evakuieren, dort wegzugehen. Und da kommt immer völlig berechtigt der Kommentar runter, ja, wo sollen die denn hin? Aber umgedreht ist es doch genauso. Wenn man die Israelis vertreiben will, ja, wo sollen die denn hin? Und das macht ja die Unlösbarkeit dieses Konflikts aus. Dass man sagt, ein Land, zwei Ethnien, die sich darum streiten und beide sind kompromisslos. Also, wo soll da jetzt die Lösung liegen? Das ist im Prinzip die Problematik, über die wir da verfügen. Also, ich will jetzt nicht hier einen stundenlangen Vortrag halten, aber ich denke, dass der Wissensstand darüber ja auch nicht sehr hoch ist im Allgemeinen. Weil man redet ja auch immer darüber, wie Israel zum Beispiel in den besetzten Gebieten vorgeht, wobei man dann sagen muss, ja, welche sind denn nun eigentlich die besetzten Gebiete und welche sind nicht die besetzten Gebiete. Darüber kann man sich ja auch sehr viel streiten.
Also ich kann jetzt bloß von meinen Eindrücken ausgehen, die ich da über die Jahre oder eigentlich Jahrzehnte gesammelt habe, dass sich so eine gewisse Mentalität auf beiden Seiten entwickelt hat. Auf der israelischen Seite hat sich so die Mentalität entwickelt, die Aggressivität wurde immer größer, es gab immer mehr Zuwanderung auf israelischer Seite, damit potenzierte sich wieder die Aggressivität von der palästinensischen Seite. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, ist man dazu denn zu der Erkenntnis gekommen, also es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, mit denen irgendwie in einem Land zu leben, mit denen Verhandlungen zu führen, mit denen irgendwie eine Koexistenz zu finden. Und die Auswirkung dieser Einstellung, dass man sagt, es hat keinen Sinn, ist, dass die Mauer immer höher wurde. Also erst waren das ja Zäune oder erst Schützengräben, Zäune und so weiter. Jetzt haben die ja die Mauern, die da errichtet wurden, ja schon teilweise 8 Meter Höhe. Also, dass man sagt, naja, dann machen wir einfach zu. Wenn man mit denen nicht sich irgendwie einigen kann, dann bauen wir einfach eine Mauer und was dahinter ist, ist dann deren Angelegenheit. Ich habe es auch bei ganz normalen Bevölkerung, Jugendlichen, ich habe auch mehrere Filme über Jugendliche in Israel und in Palästina gemacht, also wie unterschiedlich die ticken. Und da ist mir aufgefallen, auf israelischer Seite hat sich denn auch in weiten Bevölkerungskreisen auch eine große Gleichgültigkeit entwickelt. Haben wir gesagt, jetzt sind die Palästinenser da hinter der Mauer, die wollen mit uns nicht, wir können da nicht hin, dann sind wir in Lebensgefahr, also interessiert uns das eigentlich alle gar nicht mehr. Und dass man quasi auch die ganze Ausrichtung dieser Politik den Palästinensern gegenüber eigentlich nur so gemacht hat, sich quasi von denen abzutrennen, zu schützen und zu verhindern, dass da Bombenattentate oder sonst dergleichen stattfinden, weil die zogen sich über die Jahrzehnte. Ja, also und immer hat es ja hauptsächlich Zivilisten getroffen, Selbstmordattentäter auf dem Markt in Jerusalem in 90ern, denn diese Attentate an den Busbahnhöfen oder eins der größten Massaker war ja als Selbstmordattentäter in einer Diskothek, das Dolphinarium in Tel Aviv, in die Luft gesprengt haben, als da gerade Riesenparty mit jugendlichen Menschen war. Das waren ja Dutzende Tote, also ein Blutbad ohne Ende. Und das, naja, das schafft nicht gerade eine Stimmung in der Bevölkerung, in der israelischen, sich irgendwie mit Palästinensern zu einigen. Denn die Frage ist ja, was soll denn dabei rauskommen, wenn man so eine Diskothek in die Luft jagt mit lauter Jugendlichen? Was hat man da erwartet, dass denn Israel sagt, okay, dann packen wir die Koffer und gehen weg, wenn ihr unsere Jugendlichen ermordet? Also wie soll ich denn sagen, also das ist ja nicht irgendwie lösungsorientiert, solche Sachen. Und auf palästinensischer Seite, also ich habe ja auch da sehr viele Filme gemacht, da sieht man das natürlich genau umgedreht. Also man merkt immer, die Mauer wird immer höher. Dann eine der großen Arbeitsmöglichkeiten so in den Jahrzehnten nach 67, nach dem 67er Krieg war ja für die Palästinenser in Israel zu arbeiten. Das heißt, die gingen aus den besetzten Gebieten, hauptsächlich aus dem Westjordanland oder Westbank, nach Israel arbeiten, haben damit ihre Familien ernährt und je öfter oder je schlimmer diese Bombenattentate wurden, umso mehr hat dann Israel das auch eingeschränkt. Das heißt, man fühlte sich, und das haben ja alle gesagt, mit denen ich gesprochen habe, im Prinzip wie im Gefängnis. Also man kam da nicht mehr raus, man konnte nicht nach Israel arbeiten gehen, man kam nirgendwo hin und die Arbeitslosigkeit, gerade auch in der Westbank, die lag ja schon teilweise bei 50%. Also wie in Ostdeutschland nach dem Anschluss an die BRD, da schnellte das dann auch teilweise auf 50%. Und da entsteht natürlich so eine Haltung von Aussichtslosigkeit, von Hilflosigkeit. Und das treibt natürlich die Leute, je mehr die eingesperrt werden, immer mehr in die Arme von Extremisten. Also das ist eine sehr. Aber gab es denn von der Seite von internationalen Institutionen, UNO oder gleichen, ja, so ein Friedensversuch, Initiative? Und ist die Palästina dann genauso wie Israel auf dem freien Markt vertreten oder war es sanktioniert? Also was waren die Friedensmaßnahmen von seitens, ja, sagen wir Westens?
Das ist eine schwierige Frage, weil aus meiner Sicht, so wie ich den Konflikt beurteile, sind die Maßnahmen, die vom Westen ergriffen wurden, nicht unbedingt friedensfördernd. Also was jetzt zum Beispiel, ich habe es ja angesprochen, diese hohe Arbeitslosigkeit angeht, ja, und die fehlenden Verdienstmöglichkeiten. Also dass die Leute ja nicht wissen, in der Westbank, das ist ja bis heute so, wovon sie sich eigentlich ernähren sollen, also wovon sie leben sollen durch Und die diese. Armut treibt ja die Leute auch in die Extremreligion, ne? Also in Ja, Extremistenseite. Das war schon genau. immer so, egal wo. Also ich wollte eigentlich auf etwas anderes hinaus, also diese Unterstützung, ich bin ja am häufigsten in einer Westbank in Bethlehem gewesen, über Jahre immer wieder, immer wieder, aber eben auch in anderen Städten wie in Jericho und so weiter, habe da Filme gemacht. Und in Bethlehem konnte man es auch sehr gut nachvollziehen, dass eigentlich eine der Haupteinnahmequellen diese internationale Hilfe war. Also zum Beispiel die Gelder, die vom UNO-Flüchtlingswerk gezahlt werden, ne? Oder was so ein Beispiel für mich war, was ich immer wieder gesagt habe, also die Stadtreinigung in Bethlehem bestand aus zwei Reinigungsfahrzeugen. Das eine war von, glaube ich, von Deutschland gesponsert und das andere aus Italien. Also die haben ja dadurch, dass da auch keine große Wirtschaftskraft ist, auch selber nicht sehr viel Mittel. Das heißt, eine der Haupteinnahmequellen in der Westbank und im Gazastreifen ist ja über Jahrzehnte die Finanzierung der Flüchtlingslager über das UNO-Flüchtlingshilfswerk gewesen. Und da habe ich so eine Beobachtung gemacht. Ich war ja in mehreren Flüchtlingslagern, habe mich mit Leuten unterhalten, sofern das möglich war. Also da wurde man immer von der Führung durchgeführt, also direkt mal ohne Kontrolle von palästinensischer Seite, mal mit ganz normalen Flüchtlingslagerbewohnern zu sprechen, war nicht so ganz einfach. Und das ist auch hin und wieder mal gelungen. Und da wurde mir zum Beispiel auch des Öfteren von den Leuten erzählt, wenn sie unbeobachtet von ihrer eigenen Flüchtlingslagerführung waren, dass es da durchaus Bestrebungen gab, die Flüchtlingslager zu verlassen, woanders hinzuziehen, irgendwie, weiß ich, eine Arbeit aufzunehmen oder irgendwie selbstständig zu werden. Und dass das in sehr vielen Flüchtlingslagern nicht möglich war, weil alleine der Gedanke, dort wegzuziehen, brachte die Leute schon in Lebensgefahr. Und das hing ganz einfach damit zusammen, dass die Macht über diese Flüchtlingslager haben von palästinensischer Seite, also nicht alle, also es gibt doch welche, die aufgelöst wurden, aber eben eine große Anzahl von diesen Flüchtlingslagern, dass die ja zwei Sachen verfolgt haben. Das eine war der Status Flüchtlingslager, die gibt es ja in der Regel alle schon seit 1948, also die existieren ja schon über Generationen, kann man sagen, dass das immer das Druckmittel ist, also die Interessen vertreten gegen Israel, dass man sagt, schaut her, wir haben Flüchtlingslager, die wollen zurück, unser Land wurde uns genommen, wir sind vertrieben worden, also dass man diesen Status aufrechterhalten will, ob das auch wirklich alle wollen im Flüchtlingslager oder nicht. Und das andere ist der Aspekt, dass das auch eigentlich die Haupteinnahmequelle ist. Also wenn man jetzt die Flüchtlingslager auflösen würde, dann würden die Flüchtlingsgelder nicht mehr fließen. Und in einem Gebiet, wo 40, 50 und noch mehr Prozent Arbeitslosigkeit herrscht, ist das eine Einnahmequelle, auf die man nicht verzichten kann. Und dadurch hat man im Prinzip aus meiner Sicht eigentlich den Konflikt gefördert mit diesen Geldern, indem man sagt, ihr kriegt die, weil ihr Flüchtlinge seid und arme Verfolgte. Also muss derjenige, der das Geld kriegt, dafür sorgen, dass er immer verfolgt und Flüchtling bleibt, weil sonst kriegt er ja das Geld nicht mehr. Und das ist so eine, es klingt jetzt ein bisschen scharf, aber das sind so die Beobachtungen, die ich gemacht habe. Und damit schafft man aus meiner Sicht ja, löst man den Konflikt ja nicht. Wenn man eigentlich dafür sorgt mit den Geldern, dass von den Geldempfängern der Konflikt immer am Kochen gehalten werden muss, weil ja sonst die Gelder nicht mehr fließen. Also das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die, was gerade jetzt so Hamas betrifft, wenn die finanziell unterstützt werden von anderen islamischen, arabischen Staaten.
und mit Waffen versorgt werden, weil man eben als arabische Gemeinschaft, wenn man es so sehen will, unbedingt Israel dort als einen Fremdkörper im arabischen Fleisch sozusagen vertreiben will. Das sind ja wieder andere Mächte, also die jetzt nicht mit dem UNO-Hilfswerk zu tun haben, sondern die mit dem damit zu tun haben, dass man diesen Staat da loswerden will. Und so wird von der einen Seite der Konflikt am Kochen gehalten, von der anderen Seite wird er am Kochen gehalten. Und Israel steht dann im Prinzip mit dem Rücken an der Wand. Ja, wo sollen sie denn hin? Also, und das macht ja so diese, naja, eigentliche Unlösbarkeit aus. Das heißt, der Westen hat mal öfter diese These so ins Spiel gebracht, diese Zwei-Staaten-Lösung. Das war ja so dieses Modell, was der Westen vertreten hat. Versuchen jetzt eine Zwei-Staaten-Lösung zu finden, also Staat Palästina, Staat Israel. Da war ja Israel über die verschiedenen Regierungen im Prinzip immer strikt dagegen. Und so wie ich das verstanden habe, hauptsächlich aus Sicherheitsbedenken. Also wenn es ein unabhängigen Staat gibt, dann kann sowas passieren wie mit Ukraine und Russland. Also dann kann man in diesen unabhängigen Staat, der unabhängig agieren kann, der kann dann auch missbraucht werden, um den hochzurüsten, um den aggressiver zu machen, so wie es eben auch seit 2014 in der Ukraine-Russland-Beziehung passiert ist. Und deswegen war Israel bis jetzt dagegen, gegen diese Zwei-Staaten-Lösung, weil sie einfach aus der Erfahrung heraus über diese über 100 Jahre Konflikt, man sich offenbar nicht vorstellen konnte, dass das eine Perspektive für eine friedliche Lösung ist. Also, ja, so vielleicht erstmal grob so dieser Zusammenhang, der da eine Rolle Ja, spielt aber bei. wir sind ja bei NATO-Akte Ja. und also Israel ist ja im Nahosten, also der Hauptposten von USA und die meisten Länder, sei das Iran oder jetzt auch Irak oder auch Ägypten noch nicht so, ne, aber die meisten, also arabische Länder und die Muslime, die haben ja schon einen Zahn auf USA. Ist es jetzt wegen Israel oder wegen den Handels von USA im Nahosten? Na, es spielt doch alles miteinander, hängt doch alles miteinander zusammen. Also, da setzt sich ja immer mehr die Erkenntnis durch. Das ist ja auch potenziert worden, gerade im letzten Jahr durch den Ukraine-Krieg und durch die Entwicklung der multipolaren Welt. Also haben sich ja auch immer mehr die Erkenntnisse im Nahen Osten durchgesetzt, dass mit dieser, ja, fast wie Kolonialmacht agierenden USA kein Blumentopf zu gewinnen ist, also für die eigenen Länder. Und da fokussiert sich das natürlich stellenweise auch in Richtung Israel, weil das der Hauptverbündete der USA ist, oder andersrum, der Hauptverbündete, den man sich da gesucht hat, oder den unsinkbaren Flugzeugträger für die USA, eben Israel. Da kommt es zusammen, also dass da ein Volk ist, was Land beansprucht, was aus arabischer Sicht arabisch ist und dann auch Verbündeter von einer Macht ist, die versucht eigentlich nur ihre eigenen Interessen durchzusetzen, die nicht die arabischen Interessen sind. Also die USA, da gibt es ja diesen Spruch, wie kommt eigentlich unser amerikanisches Öl unter den arabischen Sand? Also das ist ja so, das sieht man jetzt in Syrien wieder, der USA frech wie im Mittelalter, wie die Plünderer und Wegelagerer einfach die ganzen Ölquellen, die man da besetzt hat, wieder völkerrechtswidrig, völlig illegal im Norden von Syrien, dass man die da plündert, ausraubt, das verkloppt, also wie die Seeräuber weiß ich nicht, hier im 18. Jahrhundert, also das ist unglaublich, das interessiert auch im Westen niemanden, ja, dass da einfach fremde Territorien besetzt ist und völlig ausgeplündert wird, was zur Folge hat, dass ja dass Syrien Preissteigerungen sind, die sozialen Leistungen nicht erbracht werden können. Das war eins der blühendsten Länder, Syrien neben Libyen, das waren ja so die beiden
na, wie kann man sagen, so eine Art arabischen Leuchttürme mit Gesundheitsversorgungs-, Bildungswesen, Lebensstandard. Also das waren so die am weitesten entwickelten Länder. Und dank amerikanischen Einfluss haben wir da jetzt Bürgerkriege, Ruinenstädte und Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Und ein bisschen, was wir haben, wird von Amis noch schamlos ausgeplündert und geraubt. Also es ist unglaublich. Und das merkt man ja immer mehr im Nahen Osten und dadurch. Ja, das macht ja auch die Leute vor Ort, auch gerade islamische Welt, auch radikal. Ne? Ja. Also I Iran ist ja auch ein Produkt der amerikanischen Außenpolitik, so wie er jetzt ist. Ja. Syrien auch, teils radikal. Ne? Von allem ist es ja, der Radikalteil des Syriens ist ja gegen Assad. Und eigentlich sind es ja die Islamisten, die ja gleichzeitig gegen Israel sind, dann im Endeffekt. Also schaukelt sich das alles gegenseitig auf. Also ISIS wurde ja auch nach Irakkrieg ist entstanden. Die sind auch gegen Israel. Ja. Und also wenn man Israel, also Hauptverbündete ist ja im Moment Biden. Das heißt, gerade dieses Verbund, ne, also diese Sicherheitsstruktur, hetzt quasi die arabische Welt gegen Israel. Von allem die, also muslimische Welt, also die jetzt in Irak, Iran, Afghanistan, also sogar auch Talibans haben schon gesagt, geben Sie uns einen Korridor, wir greifen auch Israel an. Also es ist, wenn man jetzt das so betrachtet, übrigens, das haben wir auch in unserer Gruppe im Telegram gepostet, die Übersetzung von eine Aussage von Jirinowski, Ja. der noch in, ja, so Mitte, also ich weiß, 2010 oder wann war das, die Aufnahme, der hat gesagt, 2024 wird mal die Ukraine vergessen als Staat, weil im Nahosten, im Israel, ein dritter Weltkrieg ausbricht. Und das wird alle beschäftigen. Und dann hat er das zum ukrainischen Journalisten gesagt, oder da der eine im Talkshow war, und ihr werdet vergessen. Und nur, also der Jirinowski hat ja den Anfang des Konflikts in der Ukraine nicht lebend erlebt. Da hat das aber alles vorher gesagt. Und das hat er damit begründet mit dem Außenpolitik der USA und NATO. Er hat einfach diese alle Konflikte einfach vorgerechnet. Das ist genauso wie wir in unseren Sendungen machen. Und in Ukraine habe ich zumindest mal ein Gefühl, es kann noch irgendwie so enden, dass es besser wird. Aber im israelischen Konflikt sehe ich das nicht. Hast du auch so ein Gefühl? Oder gibt es da irgendeine Hoffnung auf irgendeine Lösung? Also ohne Toten kommen wir leider nicht mehr aus. Aber das kann ja auch wirklich einen dritten Weltkrieg auslösen, weil erstens Israel hat Atomwaffen. Vielleicht hat es auch Iran. Aber auf jeden Fall, wenn jetzt Israel die arabische Welt atomar angreift, wenn die ganze arabische Welt, und da sind hunderte von Millionen Menschen, jetzt gegen diesen kleinen Staat aufsteht, und diese kleine Stadt atomar sie angreift, dann kommt vielleicht auch Iran, die hatte vielleicht nicht nur Raketen, sondern auch Atomwaffen, wer weiß. Und dann gibt es wirklich in diesem Nahosten einen vernichtenden atomaren Krieg. Und im Moment nach alle Aussagen, was der Netanyahu macht, wer eigentlich am Machtverlust war. Also Netanyahu hat ja die größten Probleme letzte Zeit, die Demos. Und sogar auch die Militär war schon quasi gegen ihn. Und plötzlich kommt hier ein Hamas-Angriff und sein Status wird befestigt. Und das war auch so im Corona. Der war schon am Umfallen und plötzlich gab es irgendeinen Terrorakt oder sonst noch was und dann war er wieder da. Weil es gibt auch, also Thomas hat die These in meinem Interview auf Russisch geäußert, dass es für ihn, also es war ja am ersten Tag, wo es angefangen hat, war es noch zu früh für die Analyse, aber er hat gesagt, irgendwas stinkt hier. Es kann nicht sein, dass so ein Staat, der ja militärisch quasi lebt, wo jeder eine Waffe gehalten hat, als Junge und eine Frau auch, der so ein Angriff über Männer im Sommerschuhe nicht erwartet hat. Dass die ganzen Militärbasen angenommen worden sind, dass die besten Panzer, die nie zerstört worden sind, von Drohnen zerstört sind, von einfachen Drohnen, dass das irgendwie ganz komisch ist. Entweder ist der Staat an sich und dann Netanjahu und diese, ich sag mal, Kriegsregierung, weil es ist immer ein Krieg dort gibt, ne, im Kriegszustand das Land,
dass das Land so schwach geworden ist, oder aber einfach diese Politik nach außen, wir haben die besten Waffen, wir sind die Besten, ihr könnt uns nichts, dass es auch nur ein leeres Versprechen war. Genauso wie von der Amis in der Ukraine, mit der ihr Panzer, Leos und sonst noch was. Gibt es da noch irgendwas Positives zu erwarten? Oder, weil diese Krise ist ja, warum wir besprechen das alles. Nicht nur, weil uns leid tut, dass die Menschen dort sterben, sondern es kann ja auch herkommen. Wir haben schon die ersten Demos von Palästinensern in Berlin gehabt, wo die Weltjournalisten angegriffen worden sind und das Videomaterial gelöscht werden sollte. Das haben die Palästinenser gemacht. Nicht die Rechtsradikalen von Querdenker, ne, wie das immer vermutet war, sondern von ganz anderer Seite. Und wir werden jetzt auch hier, wird natürlich den ganzen Israel sehr stark unterstützt. Und wir haben hier sehr viele Flüchtlinge, auch aus arabischer Welt. Und wenn das wirklich dort richtig brennt, dann gibt es wieder von beiden Seiten aber Millionen Flüchtlinge. Wo gehen sie denn hin? Die gehen dann auch hierher. Von beiden Seiten. Naja, du hast da verschiedene Sachen angesprochen. Also ich denke erstmal zu dieser Atomkriegsgefahr. Dazu muss man ja sagen, dass die anti-israelische Front der arabischen Staaten ja nicht mehr so ist wie im 67er-Krieg oder wie im Yom Kippur-Krieg 73. Also danach hat es ja Friedensverträge gegeben. Man hat sich, Israel und Jordanien haben sich geeinigt, die ja vorher sehr erbitterte Feinde waren. Man hat sich mit Ägypten geeinigt über diesen Austausch des Territoriums, weil dieser ganze Sinai-Halbinsel war ja israelisch besetzt und da hat man sozusagen Land gegen Frieden, hat also die Sinai-Insel wieder an Ägypten zurückgegeben und dafür Frieden geschlossen. Also diese Front ist nicht mehr so extrem geschlossen und aggressiv Israel gegenüber. Und insofern die da gesagt haben, dass sie angreifen wollen oder die Hamas unterstützen wollen, das sind ja keine Staaten. Das ist die Hisbollah zum Beispiel, die ist ja nicht der Libanon, sondern das ist die Hisbollah und der IS und sind ja nicht Kriegserklärungen von Staaten jetzt bis jetzt. Also nach meinem Kenntnisstand hat ja noch kein arabischer Staat jetzt deswegen Israel den Krieg erklärt. Also Israel ist ja im Krieg mit der, ja nicht mal mit Palästina, sondern mit der Hamas. Das ist ja, glaube ich, auch ein Unterschied. Und insofern, was den Atomkrieg angeht, der ist aus meiner Sicht äußerst unwahrscheinlich, weil da ist es ja so ähnlich wie mit der russischen Doktrin, mit der Atomwaffendoktrin. Da wird ja gesagt, wir setzen Atomwaffen ein. Also ja, Putin ja mehrmals jetzt schon betont, weil immer gesagt wird, der droht mit Atomwaffen. Jetzt auf dem Waldai-Forum hat er das ja nochmal betont. Hat gesagt, also die Doktrinen sagen ja, es gibt nur zwei Varianten. Die eine ist, wenn Russland mit Atomwaffen angegriffen wird, werden Atomwaffen eingesetzt. Oder wenn die Existenz des Staates bedroht ist, dann ist es auch möglich, Atomwaffen einzusetzen. Und so ähnlich ist es ja mit Israel. Weil auch wenn man diese ganzen Geländegewinne da gesehen hat am ersten Tag, diese Eroberung von Stützpunkten und so weiter, ist aus meiner Sicht, so wie ich das einschätze, was jetzt die militärische Schlagkraft angeht, der Hamas und der Hisbollah, aus meiner Sicht Israel nicht existenziell bedroht. Also das mag vielleicht erstmal so, wenn man so die Jubelnden in Gaza und sonst wo gesehen hat oder die da vor Freude strahlend über die Leichenhaufen von israelischen Soldaten gestiegen sind und die da so freudetrunken über ihren Sieg waren, sollte man das, glaube ich, nicht überschätzen, jetzt aus militärischer Sicht. Ja, also ich denke, die sind der Sache militärisch nicht gewachsen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dass die USA ja jetzt einen Flottenträgerverband dahin schicken wollen, das sieht ja nach maximaler Eskalation aus. Also wenn jetzt, es wurde ja gesagt von amerikanischer Seite, man will Israel mehr nur unterstützen. Also hauptsächlich war da angedeutet Geheimdienstinformationen und so weiter, also nicht unbedingt militärisch.
Aber so ein Flugzeugträgerverband ist ja, denke ich, was die militärische Schlagkraft angeht, dem ist ja die Hamas nicht gewachsen. Also wenn der zum Einsatz kommen sollte. Das heißt, im Moment sieht alles danach aus, dass man an der Eskalationsschraube dreht, also sowohl auch von israelischer und von amerikanischer Seite. Und Eskalation heißt ja, das kennen wir ja aus dem Afghanistan-Krieg, dass man jetzt nicht Krankenhäuser und Universitäten und Schulen über dem Land abwirft, sondern Bomben. Und das ist scheinbar so die einzige Methode, die die USA kennen. Wenn irgendwo was ist, Bomben hilft immer. Mosul in Irak, nur noch eine Ruinenlandschaft, und Russland wirft man einen Vernichtungskrieg vor. Also wer über russischen Vernichtungskrieg redet, der soll sich mal die Städte ansehen, die von Amerikanern zerbombt worden sind. Da weiß man, wie Vernichtungskrieg aussieht. Also ist immer eine Frage der Sichtweise, ne? Ja, man kann auch sagen, an der Taten von Hamas kann man sehen, wie ein Krieg gegen einem Volk geführt wird. Und Ja. das kann man ja in Ukraine nicht sagen, dass die Russen genauso vorgehen. Weil Genau. so sieht ein brutaler Krieg aus, das was jetzt hier in Medien, wo einfach Zivilisten massenweise Geisel genommen werden, ermordet, Kinder entführt. Also man weiß natürlich nicht, ob alle Videos echt sind, ne? Aber so sieht ein Krieg gegen einem Volk aus. Naja, und das Und ist jetzt nicht gegen die gesagt. Militär oder Regierung, so wie das in Ukraine jetzt ist, ne? Naja. Und ich hatte ja schon gesagt, dass das also insofern erwartbar war, dass solche Bestialitäten passieren, weil die über von den extremen Teil, von diesem geringen extremen Teil der Palästinenser ja in dieser Art und Weise ja schon seit Jahrzehnten durchgeführt werden. Also ich habe da sehr viel Material. Ich habe ja auch schon mehrere Israel-Filme gemacht, Israel-Palästina, also über diesen Konflikt. Mein erster großer Dokumentarfilm war Nahost-Tagebuch über diesen Israel-Palästina-Konflikt. Da sind sehr viele von diesen Aufnahmen drin, zu welchen Bestialitäten gerade die palästinensische Seite und oder gerade die eben die Extremisten auf der palästinensischen Seite fähig sind. Also insofern ist diese Aufnahmen nicht überraschend oder diese Sachen, die da stattgefunden haben. Was mir noch so ein bisschen auf der Seele liegt, weil du hast ja nach der Hoffnung gefragt. Also das beschäftigt mich schon die ganzen Jahrzehnte, die ich mich da mit dem Nahostkonflikt beschäftige, wo man sagt, im Prinzip lägen ja Lösungen auf der Hand. Die hätten auch in Afghanistan auf der Hand gelegen, die hätten auch im Irak auf der Hand gelegen, die hätten in Libyen sonst wo auf der Hand gelegen, wenn man einfach diese Abermilliarden, die man in Militär und in Rüstung investiert, gerade von westlicher Seite, wenn man nur einen Bruchteil davon nehmen würde, um diese betroffenen Länder, also ich habe ja gesagt, 50% Arbeitslosigkeit im Gazastreifen und in der Westbank, also im Gazastreifen wahrscheinlich noch höher als in der Westbank, wenn man dieses Geld ausgegeben hätte, um dort Wirtschaft zu schaffen, Wohnungen zu schaffen, Arbeitsplätze zu schaffen, anstatt das in Raketen, in Bomber, in Panzer zu investieren. Denn hätte man über die Jahrzehnte, hätte man da blühende Landschaften machen können, naja, nicht wie im Osten, also da blüht es nicht so richtig. Aber da hätte man nur mit einem Teil dieser Rüstungsausgaben Verhältnisse schaffen können von westlicher Seite, ja. Die denn jedem Extremisten quasi das Wasser abgraben. Das Also heißt, die haben mit dem Geld von Westen die Leute, also dort die Palästinenser, Iraker, Iraner, Afghaner, die haben sie militarisiert, anstatt zu zivilisieren. ja, Das, genau. was ja, also meine Meinung nach ist, was Sowjetunion gemacht hat. Also der hat ja dort immer, also Schulen gebaut, Wirtschaft aufgebaut, aber nicht die Militär. Und das wäre Ja. auch für die Palästina eine Lösung, wenn man einfach sagt, okay, wir versuchen es mal und bauen euch die Städte, bauen euch die Werke. Ihr seid ja eh sanktioniert, ihr könnt keine Waffen bauen. Und wenn dann die radikalisierte Teil keinen Anschluss zur Bevölkerung kriegt, dann bleibt das ja alles, also diese Radikalität bleibt ja wie in Tschetschenien zum Beispiel. Das bleibt ja ein marginaler Teil, Einzeltäter. Und das ist ja einfacher zu kontrollieren als so eine Hamas-Bewegung dann, wenn du 10.000 Kämpfer hast. Und auch noch Teilunterstützung aus der Bevölkerung, weil die haben nichts zu leben, die sind sanktioniert, die sind als Volk ausgeschlossen.
Und dann werden die immer noch mit dieser Siedlungspolitik von der Israel-Seite da immer wieder bedrängt. Ja, das ist ein Problem. Also, weil du gerade Tschetschenien ansprichst, das ist ein gutes Beispiel, weil ich bin gerade so in einer Endphase von einer Montage an meinem Tschetschenien-Film. Der wird jetzt hier im Oktober fertig. Ich hoffe, der wird dann auch veröffentlicht auf Druzhba. Schauen wir mal. Wenn es nicht gesperrt wird, ich veröffentliche alles. Ja, und da ist es ein gutes Beispiel. Also da weiß man ja auch so genauso wenig so in breiten Bevölkerungsschichten in Deutschland, was da überhaupt passiert ist, genauso wenig, wie eigentlich dieser Nahostkonflikt beschaffen ist. Und insofern ist da Tschetschenien ein hervorragendes Beispiel, weil in den 90er Jahren hatte sich da so eine Clique an die Macht gebracht, die auch wie in der Ukraine, die Kleptokraten, die nur in ihre eigenen Taschen gewirtschaftet haben. Und dummerweise war es dann in Russland unter Jelzin so, dass da genauso eine Clique entstanden ist, die nur wieder auf die Rohstoffe der Tschetschenen scharf war. Und deswegen hat man dann den ersten Tschetschenienkrieg gestartet, wieder mit Waffen, Gewalt, Mord, Totschlag, Zerstörung, um quasi sich, dass russische Oligarchen sich die tschetschenischen Reichtümer quasi unter den Nagel reißen können. Und im zweiten Tschetschenienkrieg hatte sich das ein bisschen umgedreht. Also der Kadyrov war ja erst, also der Vater war ja erst auf der Seite der, die gegen Russland eingestellt waren und hat dann festgestellt, auch über Volksabstimmung, über den Rat der Muftis und so weiter, dass die kleptokratische Elite von Tschetschenien dem Volk keinen Nutzen bringt. Und das Zusammenwirken mit Russland oder ein gemeinsamer Aufbau mit Russland für tschetschenische Volk viel besser ist, als sich quasi da in einen Dauerkrieg mit Russland zu begeben. Und die Auswirkungen, also ich habe ja da sehr viele aktuelle Aufnahmen aus Tschetschenien jetzt in meinem Film. Ich war ja im Mai da, habe da die Dreharbeiten gemacht. Da kann man sehen, was das für Auswirkungen hat. Es wird gebaut überall, das Leben ist wirklich, hat einen hohen Lebensstandard, also viel höher als im Gegensatz zu vorher. Also es hat enorme Vorteile gebracht, also mit Russland gemeinsam was aufzubauen. Obwohl es ist ja auch ein, als für den Volk erstmal als Besatzer war, ne? Es gab einen Krieg, einen heißen Krieg, mit vielen Toten von beiden Seiten. Genauso zwischen Israelis und Palästinenser. Aber wenn jetzt von der westlichen Seite, inklusive Israel, so ein Versuch zumindest mal gestartet wäre, Palästina auf ähnlichen, weil in Russland ist es sogar auch umgekehrt, Tschetschenien lebt durchschnittlich besser als der Rest der Russland. Ja. Und so schafft man Frieden. Genau. Also nicht in die Waffen investieren, sondern in die Infrastruktur, in die Bildung. Und Tschetschenien dürften Muslime bleiben. Genau. Aber die sind nicht mehr radikal. Genau. Also es hat damit zu tun, was du gerade angedeutet hast, also dass es da sozusagen so ein Wiederaufbauprogramm gab. Das heißt, die Tschetschenen durften ihre Religion behalten. Das ist ja also fast hundertprozentig muslimische Bevölkerung. Also da gibt es ja wenige, die nicht muslimisch sind. Also es ist auch sehr muslimisch geprägt. Das ist eigentlich eine muslimische Republik. Und Infrastruktur, also alles, es wurde alles getan, damit dieses Land wieder aufgebaut wird und besser ist als vorher, also auch von russischer Seite. Das ist ja so diese Föderationspolitik, ähnliches habe ich ja. Dass das Radikalsein sich nicht lohnt. Genau, und ähnliche Sachen. Ich habe ja auch einen längeren Film noch in Arbeit über Adygea, also über die Tscherkessen. Da ist das ja so eine ähnliche Politik. Also das ist Föderationspolitik. Und wenn man so weit, also ein Miteinander gemeinsam, ja, ohne jetzt die Kultur, die Religion, die Geschichte des anderen auszulöschen, wie das hier bei unserer westdeutschen Besetzung hier passiert ist. Also keine ostdeutsche Identität, keine Kultur, keine Geschichte. Jetzt müssen wir alle Westler sein. Also so schafft man keinen Zusammenhalt, so schafft man keine Gemeinsamkeit und so schafft man keine sogenannte Wiedervereinigung, wenn das alle zur Lasten einer Seite geht. Und wenn genau das jetzt, sagen wir mal, von westlicher Seite und israelischer Seite passiert wäre, wenn man sagt, Israel hat ja eine gute Industrie, eine Infrastruktur, auch die Landwirtschaft ist wesentlich weiterentwickelt als auf palästinensischem Gebiet.
wenn man so agiert hätte, wie, war ja nicht nur Sowjetunion, da war ja auch DDR. Die DDR hat nicht die NVA in die afrikanischen Staaten geschickt, sondern FDJ, Solidaritätsbrigaden, die dort die Landwirtschaft mit aufgebaut haben, die das kultiviert haben und so weiter und denen Ländern geholfen haben, eine eigene Wirtschaft zu entwickeln und die eigene Versorgung der Bevölkerung selber zu gewährleisten. Ja, und das ist, was macht die Bundesrepublik? Schickt da irgendwelche Bundeswehrsoldaten hin? Ich glaube, die machen da keinen Ackerbau, also kann ich mir nicht vorstellen. Und man schickt Brot für die Welt nach Afrika, also man schickt Lebensmittel hin, kostenlos, was zum großen Schaden der Landwirtschaft in Ja. den Oder man afrikanischen schickt Ländern auch, ist. wie die Amerikaner schicken, Militärberater, Ja. bauen die Militär auf und dann wird diese Militär radikalisiert und bildet dann die Hamas aus. Ja. Das heißt, wenn man sowas gemacht hätte, auch von israelischer Seite und von westlicher Seite, dass man sagt, okay, wir sitzen auf eurem Land, ihr seid in Flüchtlingslagern, ihr habt Arbeitslosigkeit, die Wirtschaft ist nicht. Jetzt bauen wir was gemeinsam auf, wir unterstützen euch, wir helfen euch, wir entwickeln mit eurer Landwirtschaft, wir kaufen auch eure landwirtschaftlichen Produkte, damit ihr Umsatz habt, damit die Wirtschaft wächst und so. Wenn man versucht hätte, die Hand zu reichen und gemeinsam was aufzubauen, wäre das niemals so weit gekommen. Und das ist aus meiner Sicht das Problem, was wir jetzt haben, dass den Amerikanern wieder nur Flugzeugträgerverband einfällt und die Ja, Geheimdienstinformationen. und denn Netanjahu auch. Wie Und schätzt ja. du denn israelische Volk oder jüdische Volk? Aber wie gesagt, für mich Israel ist ja auch ein Multikulti-Land, weil da gibt es auch viele Kulturen und viele Nationalitäten. Sind die überhaupt für den Gedanke bereit? Weil das ist ja von einer Seite die Verzeihung, die Gnade. Aber es ist immer einfacher, also diesen Schritt zu machen, den Volk, der besser lebt. Ja. Sind die so zivilisiert genug, dass die dann sowas tun und sagen, okay, nach allem, was geschah, jetzt müssen wir irgendwie, also Waffenstillstand, Verhandlungen und jetzt müssen wir einmal für immer eine friedliche Lösung finden, weil mit Waffen hat es ja nie geklappt. Naja, die Bevölkerung ist sehr differenziert, wie in allen Ländern der Welt, auch wie in Deutschland. Also da gibt es ja sehr viele Gruppierungen. Die Friedensbewegung in Israel war ja immer sehr groß und sehr stark, also in der Bevölkerung, ja, die sagt hat, wir müssen mit den Palästinensern Frieden schließen, wir müssen irgendwie das so ein gemeinsames Landstrich, den wir bewohnen, wir müssen irgendwie miteinander auskommen. Es hat aber nie dazu geführt, dass die quasi die Macht übernommen haben. Also da ging ja einmal die Richtung mit Rabin, der hatte ja solche Tendenzen, dass man da irgendwie eine Lösung findet. Die Friedensbewegung war ja auch auf seiner Seite oder eher auf ihrer, wie auch immer man das sehen will. Ja, und was ist passiert? Man hat ihn ermordet. Also, das ist das Problem. Also wenn du sagst, Stimmung in der Bevölkerung, das ist insofern differenziert, den einen Teil hatte ich schon gesagt, die einfach gleichgültig sind, denen gefällt das Leben, die Palästinenser interessiert sie nicht, das ist für die irgendwie völlig gleichgültig, das ist aber keine Mehrheit, das ist auch nur eine Minderheit, so nach meiner Erfahrung. Ja. Dieser radikale Teil, der sagt, ich sage es jetzt mal mit beiden Worten ganz überspitzt, nur ein toter Palästinenser ist ein guter Palästinenser, das ist auch nur eine ganz geringe Minderheit, die aber eben einen großen Machteinfluss hat. Also das sind wieder dieser gefährliche extremistische Teil. Und es gibt eben aus meiner Sicht, das hatte ich auf beiden Seiten im Laufe der Jahre immer wieder den Eindruck, dass sowohl in Palästina als auch in Israel, ja, nach meinem Bauchgefühl so geschätzt, 80% der Bevölkerung diesen ganzen Konflikt überhaupt gar nicht haben wollen, auch auf palästinensischer Seite. Die würden lieber in Israel arbeiten gehen oder die Tomaten, die sie auf ihren Feldern anbauen und die Bananen und die Orangen lieber nach Israel verkaufen und gemeinsam irgendwie versuchen, friedlich miteinander auszukommen. Das sind eben nur, wie das hier auch in Deutschland ist, die Friedlichen kommen immer nicht an die Macht, sondern immer die Radikalen, die Extremisten, immer die, die hetzen, spalten, Krieg führen, Bomben liefern, Raketen, Marschflugkörper liefern wollen und Panzer, nur die kommen irgendwie aufgrund ihrer Radikalität und ihrer Aggressivität, setzen die sich irgendwie immer
an die Spitzen. Und das ist das Problem bei der ganzen Sache. Vielleicht noch so ein kleines Beispiel. Ich habe ja noch viele Freunde auch in Israel, der Palästinenser, also zum Beispiel eine Freundin aus Jerusalem, die hat so eine Organisation israelischer Frauen, die dann immer zu den Grenzübergangsstellen gegangen ist, zu den israelischen Soldaten, und die gesagt hat, Jungs, benehmt euch anständig, diskriminiert nicht die Palästinenser so, seid friedlich, das ist doch alles unser gemeinsames Land hier und so weiter. Also solche Kräfte gibt es da in Israel. Und aus meiner Sicht ist das Problem, ich glaube, das hängt doch damit zusammen, da muss ich nochmal auf den Punkt zurückkommen, den hatten wir dann nicht besprochen. Also du hast das angesprochen, aber ich habe nichts dazu gesagt, diese Vermutung von Thomas Röper sehe ich so ähnlich. Also es wird ja gesagt, dass der israelische Geheimdienst soll ja angeblich der Beste der Welt sein. Und so wie ich das kennengelernt habe, auch gerade auf palästinensischer Seite, da hat mich das viele so an die DDR erinnert, also wo man immer gesagt hat, wer aus unserer Seminargruppe ist der, der für die Stasi arbeitet, wer aus unserem Arbeitskollektiv aus der Brigade ist der Zuträger von der Stasi, und so ähnlich ist es bei den Palästinensern. Also da war auch immer die Sache, also wer ist jetzt der, der für den israelischen Geheimdienst arbeitet? Und bei manchen war es bekannt, bei manchen nicht. Bei denen das bekannt wurde, die hatten eine geringe Lebenserwartung. Also aus meiner Sicht, wenn man nach Wahrscheinlichkeit geht, ist es für mich absolut unwahrscheinlich, dass der israelische Geheimdienst oder die israelischen Führungskräfte nichts davon gewusst haben, dass sowas bevorsteht. Tausende von Raketen also. Ja, das ist absolut unwahrscheinlich. Und insofern ist das für mich das negative Zeichen, dass man also sagt, wenn man das gewusst haben sollte, das ist ja eine Spekulation, aber zumindest sehr wahrscheinlich, dass sowas passiert und auch mit den vielen Opfern, mit dieser Bestialität da am ersten Tag, also was ja zu erwarten war, dass sowas passiert, ob man das nicht stillschweigend in Kauf genommen hat, so ähnlich wie beim Ukraine-Konflikt und sagt, so, jetzt haben wir die Möglichkeit, jetzt klären wir das Problem Gazastreifen endgültig, indem wir den entvölkern. Und das ist eine... Man kann auch seine Macht festigen. Ja, genau. Und man kann auch seine Macht festigen. Also insofern denke ich, bräuchte Israel auf jeden Fall einen Regierungswechsel, dass Leute an die Macht kommen, die an Frieden interessiert sind, und dass man eben sowas anschiebt, was ich so angedeutet habe, nicht in Waffen und Panzer investieren, sondern eben in Gaza investieren, in der Westbank investieren, den Leuten helfen, die Arbeitslosigkeit runterzufahren, die Wirtschaft aufzubauen, eine Perspektive zu schaffen. Also das wäre eine Möglichkeit, weil die andere Variante, das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, man löst jetzt Israel auf, den Staat, und sagt, die gehen jetzt alle übers Meer, so wie das die Hamas haben will, und der Staat wird aufgelöst. Also ich weiß nicht, wo soll diese Lösung herkommen? Also damit könnte man natürlich den Konflikt auch beseitigen. Aber ich habe mal in einem anderen Interview an anderer Stelle so ganz ketzerisch gesagt, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Die Hauptschuld an der Existenz Israels und am Nahostkonflikt liegt in den europäischen Staaten und in der Verfolgung der Juden und der Ermordung der Juden über Jahrhunderte. So. Und wenn einer der, sagen wir mal, der Hauptschuldigen einer Judenvernichtung, das wäre ja nun mal Deutschland, sagen würde, wir leisten Wiedergutmachung. Ja? Und weil ich muss noch den kleinen Einschub machen, diese behauptete Judenfreundlichkeit der BRD, das muss man auch mit verschiedenen Aspekten oder unter verschiedenen Blickwinkeln sehen. Also ich habe es zum Beispiel selber erlebt nach dem Anschluss hier 1990, als hier die BRD einfiel, da kamen ja auch sofort die ganzen Glücksritter, die dann so ihre Immobilien und alles Mögliche wiederhaben wollten. Und da war ein großer Teil von denen, die Nachfahren oder noch lebende Ariseure, also die im Osten Deutschlands, im Dritten Reich Immobilien arisiert hatten und Betriebe arisiert hatten. Und die Ariseure oder die Nachkommen der Ariseure, die wollten dann, dass
Eigentum wieder zurückhaben nach 1990 auf ostdeutschem Gebiet, was ihre Vorfahren oder sie selber mal Juden weggenommen haben. Und die haben in der Regel in der Mehrheit Recht gekriegt, weil die bundesdeutsche Rechtsprechung ja so judenfreundlich ist, dass er dann immer gesagt hat, vor Gericht, als die Streitigkeiten kamen, dass sie gesagt haben, naja, das muss ja dann aber der Jude, der arisiert wurde, erstmal beweisen, dass ihm das zwangsweise weggenommen wurde oder dass er übervorteilt wurde. Blöderweise ist er vergast worden und kann also vor Gericht nicht aussagen. Also steht Aussage gegen Aussage und die Ariseure kriegen das jüdische Eigentum wieder. Also so judenfreundlich ist diese BRD oder andere große Konzerne, die sich im Dritten Reich vergrößert und bereichert haben, indem sie andere Betriebe aus jüdischem Eigentum arisiert und übernommen haben. Das ist ja alles nicht zurückgegeben worden. So judenfreundlich ist die BRD. Das heißt, in dem Sinne, die Benachteiligung und die Diskriminierung von Juden, auf was diese Sachen angeht, also dass diese Wirtschaftsbetriebe nicht zurückgegeben werden, Immobilien nicht zurückgegeben werden, Eigentum nicht zurückgegeben werden oder an jüdische Organisationen zurückgegeben werden, lädt die Bundesrepublik aus meiner Sicht nach wie vor noch Schuld auf sich. So. Und wenn man das, ich sag mal, das ist jetzt ein ganz extremer Gedanke, wenn man sagt, dadurch hat aus meiner Sicht dieses Neugroßdeutschland die größte Schuld auf sich geladen, auch in der Vergangenheit durch die Judenvernichtung, 6 Millionen ermordete Juden, denn nach wie vor das Unrecht, was nach wie vor immer noch an Juden begangen wird, indem ihnen diese gestohlene Eigentum, Immobilien und so weiter nicht zurückgegeben werden, hat diese Deutschland die größte Schuld von der europäischen Judenvernichtung über die Jahrhunderte betrachtet. Und dann wäre das doch eigentlich angebracht, wenn man unbedingt diesen Nahostkonflikt genauso radikal beseitigen will, wie man hier die ostdeutsche Gesellschaft verwestlicht hat mit den radikalen Mitteln, mit denen man hier vorgegangen ist, dass man dann sagt, okay, wir begleichen die Schuld und machen das, indem wir es so machen, das israelische Territorium hat etwa die Größe von Hessen, dass man sagt, okay, wir lösen das genauso radikal, wie wir mit den Juden umgegangen sind und sagen, alle nichtjüdischen Bürger von Hessen haben 24 Stunden und einen Koffer, die haben Hessen zu verlassen und dann kann Israel nach Hessen übersiedeln und dann ist das Nahostproblem geklärt und wir haben die Schuld, die wir über Jahrhunderte den Juden angetan haben, beglichen. Also wenn man so einen Gedanken äußert, also ich hatte das schon mal irgendwo in einer Diskussionsrunde geguckt, da haben die alle gedacht, der Dunke Schulze ist jetzt völlig verrückt geworden. Aber sicher ist das eine Sache, die völlig unrealistisch ist. Aber ich will damit eigentlich nur deutlich machen, dass es durchaus Möglichkeiten gäbe, den Konflikt zu lösen. Einerseits, indem man Frieden schafft ohne Waffen, indem man da in Palästina investiert, von westlicher Seite, von israelischer Seite und da anstatt jetzt, wie Netanyahu sagt, wir bomben jetzt Gaza platt, vertreiben da alle Leute und lösen damit das Problem. Damit ist das Problem nicht gelöst. Also wo sollen die hin? Wo sollen die jetzt über das Meer? Es wird nur verlegt und es wird noch weiter radikalisiert, also in muslimische Welt. Also die einzig sinnvolle und hoffnungsvolle Variante, wenn man als Gegenmaßnahme gegen diesen Hamas-Überfall sagt, okay, dann bauen wir bei euch die Stadt wieder auf, wir richten bei euch Krankenhäuser ein, wir schaffen bei euch Produktionsmittel als Gegenangriff gegen euren Überfall. Also, aber ich denke, mit solchen Regierungen wieder in Israel an der Macht sind oder gerade mit der jetzigen Regierung ist sowas nicht zu machen. Also, ja, von allem, das wäre ja vor 10, 20, 30 Jahren gemacht werden sollte, ja, wenn man schlau wäre. Ja. Und nicht nur dafür da wäre, amerikanische Waffen zu kaufen. Ja. Weil das ist das Einzige, was Israel als Verbündete für die Amerikaner macht, dass die Waffen da abkaufen. Massenweise. Ja. Und selber entwickeln und exportieren. Und eine abschließende Frage, oder ich glaube, das wird Diskussion sein. Das passiert ja alles im Zuge
der Ukraine-Konflikt. Das passiert alles im Zuge, dass der Westen, also quasi es gibt ja BRICS-Staaten und es gibt immer noch diesen Westen, also Globalisten, dass diese globale Macht so einen Einfluss verliert. Wir haben das in Afrika gesehen. Die Französen sind jetzt aus Niger raus, was friedlich raus, zum Glück. Zumindest mal irgendwas Schlaues gemacht, aber bestimmt nicht aus humaner Sicht, sondern aus Schwäche, hundertprozentig. Sonst hätten sie dort genauso gebombt, wenn das jetzt möglich wäre. Aber ich glaube, die Franzosen sind jetzt mit sich selbst beschäftigt und Ukrainer. Und die haben einfach keine Kräfte mehr, um dort jetzt die Afrikaner zu erziehen wieder. So wie das mit Palästinenser ja die ganze Zeit passiert. Das wird einfach gebombt, damit sie halt da bleiben, wo sie sind. Und es könnte, und deswegen ist es auch sehr schrecklich, weil wenn diese Zivilisationen, die aus den Kolonialmächte ja stammen, die miteinander streiten, die immer diese Landprobleme haben, die werden jetzt versuchen, im Zuge diesen Zerfall von Hegemon, ja das zu tun, was sie schon immer wollten. Und das sehe ich das genauso in Israel, dieses aktuelle Konflikt. Aber es kann ja auch sein, dass auch Iran sagt, so jetzt, Amerika ist schwach, hier brennt sowieso, dann machen wir es auch mit Gewalt, versuchen wir das zu lösen. In Afrika, in Ukraine brennt es ja schon. Und man hat auch, jetzt gab es ja ein paar Meldungen, dass auch ukrainische Waffen dort sind, dass man, erstens, dass es quasi so ein Ketteneffekt ist, aber es kann ja auch sein, dass die bestimmte Kräfte gesagt haben, okay, wir müssen aus der Ukraine rauskommen und zum Ablenken machen wir das in Israel. Weil meiner Meinung nach, die Regierungen, die im Corona-Zeit so brutal waren, und das ist Israel, USA, Deutschland, Europa, die sind auch bereit, sowas zu tun, um ihr Macht irgendwie zu festigen, zu retten oder sonst noch was. Weil die Menschen für die, die bedeuten nichts. Und die israelische, also in Israel war ja auch brutal diese Impfkampagne, Covid-Maßnahmen. Und die Militär sind auch alle geimpft, die Palästinenser aber nicht. Mhm. Also dieser ist ja nur eine Verschwörungsgedanke. Aber ich meine, da wir ja das nicht erwartet haben, dass es jetzt losgeht dort, weil wir ja hier noch aktuell sind. Also für mich sind plausibel diese Theorien, dass die USA und Europa gesagt hat, auch Israel, wir müssen aus Ukraine jetzt rausgehen, aber wir können ja nicht einfach so Ukraine fallen lassen. Wir sind ja solidarisch. Aber Israel ist für uns wichtiger und da gehen wir jetzt rein zu helfen, aber die Ukraine kann jetzt Russland übernehmen oder das, was da bleibt. Naja, das ist natürlich alles spekulativ, aber ich meine, man sieht es ja, wenn man so verschiedene Äußerungen hat, also teilweise auch vom Militär oder von politischen Kräften in den USA, dass sich da immer mehr die Meinung durchsetzt, dass man da in der Ukraine keinen Blumentopf gewinnen wird am Ende. Also, dass man dieses Ziel, was man ja, denke ich, ursprünglich hatte, also die Amerikaner hatten ja offenbar die Hoffnung, dass das so ähnlich aussieht wie dieser Afghanistan-Krieg in 80er Jahren, dass man also Russland völlig mit Sanktionen und mit einem Zermürbungskrieg am Boden zerstört. Offenbar hat dieses afghanische Modell nicht funktioniert. Also das merkt man auch, hat man, glaube ich, auch gemerkt. Aber deswegen gibt man ja das Ziel nicht auf. Also das Ziel ist ja nach wie vor immer noch Russland zerstören und sich der ganzen Rohstoffe und Bodenschätze bemächtigen und dieses Land zerschlagen, so wie man es ja wunderbar in Jugoslawien geschafft hat, wo man ja die territoriale Integrität von Jugoslawien so geschützt hat, dass es jetzt eine Kleinstaaterei ist wie in Deutschland im 19. Jahrhundert. Ja, also, und die sich gegenseitig nicht mögen, diese Völker. Naja. Also ich glaube, die Preußen und die Bayern mögen sich auch nicht, aber... Ja, aber auf eher zivilisierte Art, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich. also, dass man denn natürlich Ausweichvarianten sucht, ne? Das merkt man jetzt beim Engagement der Amerikaner in Armenien und so weiter und so weiter. Diese Gegenproteste, die man in Georgien auf die Straße geschickt hat, um
da so eine NATO-freundliche, Ukraine-freundliche Regierung an die Macht zu bringen, was ja zum Glück bis jetzt noch abgewehrt wurde. In Armenien ist ja auch für mich überraschend knifflig ausgegangen und gut für die Völker. Egal, ob sie jetzt ausgesiedelt sind, aber die leben, es gab kein Massaker. Ja. Was auch vielleicht der Wunsch der Amerikaner war, weil die waren ja in Armenien mit ihren Truppen. Ja. Die haben quasi den anderen ermutigt, da gegenzusteuern. Ne? Ja, ich wollte nur sagen, dass man sich also jetzt auf verschiedene Kriegsschauplätze begibt, um das irgendwie über mehrere Länder das gleiche Ziel zu erreichen, was man scheinbar in der Ukraine nicht schafft. Man darf ja da auch Moldawien nicht vergessen. Also das wird ja immer extremer, wie diese Frau Präsidentin da gegen ihre im transatlantischen Interesse gegen ihre eigene Bevölkerung losgeht. Und wo ich denke, gerade durch die Regierung und durch die Präsidentin und durch die transatlantischen Kräfte da auch unter Einflussnahme durch Rumänien, dass da immer mehr sich in Richtung Bürgerkrieg da geschoben wird, anstatt zu entspannen, zu deeskalieren. Soweit kennt man nicht von westlicher Seite. Also es wird immer nur auf Krieg und Bürgerkrieg, auf Spaltung und Zerstörung gesetzt, um am Ende die eigene Macht zu halten. Also insofern kann da durchaus was dran sein, dass man jetzt Ersatzschauplätze sucht und das ein bisschen breiter streut. Erst hat sich das völlig in der Ukraine konzentriert, jetzt wird es ein bisschen breiter gestreut. Die Methoden sind ja immer dieselben seit Jahrzehnten. Du hattest das mit Iran angesprochen, dass da jetzt eine islamische Regierung an der Macht ist. Das ist ja auch nur ein Verdienst der Briten und der Amerikaner, indem man diese demokratisch gewählte Mossadegh-Regierung gestürzt hat. Ich glaube, 1953 ist es gewesen. Also man hat demokratisch gewählte Präsidenten gestürzt. Das war ja in ja, aber die waren ja kommunistenfreundlicher, ne? Ja. Und das müsste ja weg, ne? Und wenn man jetzt mal so von allem unseren deutschen Rechten, ne, die ja so gegen Kommunisten sind und sonst noch was, schaut mal einfach mal, was der Kampf gegen Kommunismus also erzeugt hat. Auch der aktuelle Konflikt in Israel, der so abscheulich ist, der ist entstanden auch wegen Kommunismusbekämpfung im Nahosten. Und wenn man jetzt China betrachtet, ne, also die sind keine Mörder, also als Zivilisation, ne, die führen keine Kriege und die sind Kommunisten. Und gerade alle anderen, ne, die nicht Kommunisten sind oder nicht Sozialisten, mein Kommunismus ist ja auch so ein Begriff, der aus alter Propaganda stammt. Es gibt keinen Kommunismus, der hat sich schon längst evolutioniert, wenn man China einguckt, der ist auch wirtschaftlich anders, der ist ideologisch anders, aber die führen keine Kriege. Und alle anderen, die quasi, wo das sozialistische oder kommunistische Regierung ausgetauscht worden ist für pro-westliche, die bekämpfen sich jetzt gegenseitig so bitter, dass man auch wir, die ja schon so viele Videos aus Ukraine-Krieg und davor gesehen haben, da wird auch uns schon also sehr unangenehm, also einfach diese Nachrichten zu lesen. Also so bitter ist die Welt, meiner Meinung nach, wenn dieser Kampf gegen Sozialisten, Kommunisten, Linken, wo ich immer noch aus AfD-Ecke höre, ja, links, Sozialisten, links, grün, mein Gott, genau dieser Kampf im Kopf hat zum Probleme geführt, die wir jetzt im Leben haben. Also Kampf gegen DDR, ne, aus diesem Konstrukt. Was ist daraus geworden ist? Die Rechten. Also Extremrechten, das ist ja auch diese ganze MPD und sonst noch was, die sind ja im Osten entstanden, wegen dem Kampf gegen links im Ostdeutschland. Das ist ja nicht irgendwie so im Deutschen angeboren ist. Das ist alles die Folgen von dieser neokapitalistischen Politik der Eliten von Briten und USA, die ja einfach ihren Machtverhältnisse befestigt haben, wo sie überall versucht haben, jede soziale, sozialistische Gedanke zu unterdrücken. Sei das in Kuba, da ist einfach kein Land darum, ne, also wo man wirklich Krieg führen kann, aber Kuba ist auch nicht kriegerisch. Und deswegen ist also deine These ist richtig, dass man diesen Konflikt schon lösen könnte,
Aber ich glaube, du bist auch der Meinung, dass es eigentlich schon, also ziemlich spät ist. Hoffentlich nicht zu spät, weil es wurde vorher so viele Fälle begangen, also nach 1945 im Nahosten, und zwar von westlicher Seite. Und Deutschland mit inbegriffen, damals Westdeutschland. Ostdeutschland hat ja einige richtig gemacht im sowjetischen Verbund, auch in Palästina. Also die haben versucht, was aufzubauen, was Zivilisiertes. Nicht Hamas. Aber das war doch dem Amerikaner wieder nicht recht, dass das ja sozialistische Palästinenser waren. Dann müssten sie durch die muslimische Extremisten ersetzt werden. Das war wieder gut, weil die brauchen Waffen, die kann man einsetzen in geopolitische Spielchen, weil zum Beispiel Kuba kann man nicht einsetzen im geopolitischen Spielchen. Klappt nicht, ne? China auch schwer. Komischerweise sind das alles sozialistische Länder, ne? Und alle anderen kann man aufeinander hetzen. Sage auch Russland gegen Ukraine. Sind auch keine sozialistischen Länder mehr. Ja, insofern da nach einem Hoffnungsschimmer zu fragen, wie gesagt, ihr habt ja nur die zwei Möglichkeiten. Entweder Israel löst sich auf, das ist genauso illusorisch, wie anzunehmen, dass das nach Hessen umgesiedelt wird. Also, das sind ja zwei Varianten, die nicht in Frage kommen. Militärisch ist aus meiner Sicht, so wie ich das einschätze über die Jahre, Israel auch nicht zu besiegen, weder von der Hamas noch von der Hisbollah. Das haben sie schon mehrmals versucht und sich da ganz blutige Nasen geholt. Ja, ich glaube, der Ball liegt eher bei den USA und bei Israel, dass man sozusagen Friedensinitiativen startet, aber eben nicht einfach nur, wir kämpfen nicht mehr, sondern was kann man gemeinsam tun, dass es allen besser geht? Und das ist so eine Sache, da müsste man, glaube ich, wahrscheinlich die ganze Elite da wechseln in Israel, genauso wie es in der Ukraine ist, dann muss man auch die Elite wechseln, um Ja, da und in der USA auch. Also bei USA uns auch. auch. Ja. Also unsere Eliten sind ja nicht böswillig, die sind einfach dumm. Also in Deutschland. Kann ich nicht anders bezeichnen. Also die Stark-Zimmermann, ne, die ist ja schon, will ja schon in Palästina bomben. Ne? Also die hat hier noch nicht zu Ende gebombt, in Ukraine hat es ja super geholfen. Ne? Super. Tausende von Toten, kein Erfolg, aber jetzt will sie in Palästina helfen. Also mein Gott. Geh doch mal in die Rente. Setz dich doch ab. Oder selber eine Front wäre auch eine Möglichkeit. Genau, ja. Oder so. Gut, Wilhelm. Leider wieder kein gutes Thema zum Start unserer Sendungsreihe, aber ist wie es ist. Wir müssen uns damit beschäftigen. Wir machen auf jeden Fall noch ein paar Sendungen. Die ist ja schon lang genug, aber das Thema ist natürlich extrem lang und von allem, das hängt ja mit allem zusammen. Es ist nicht nur Palästina, Israel und da Irak oder Iran. Das hat mit unserem westlichen System, westlichem Denken zu tun und unsere nicht zivilisierte Regierung und Elite, die nur auf Waffen setzen, die nur auf Mord und Schlag, also die produzieren mit ihrer Existenz Kriege. So kann man das bezeichnen. Und ob sie das wissen oder nicht, ne? Also unsere deutsche Regierung weiß ja überhaupt nichts mehr, ne? Das ist hundertprozentig. Hat sich Baerbock schon geäußert zum Israel-Konflikt? Oh, da hatte ich, habe ich dummerweise, sie hat eine Äußerung gemacht, aber ich habe sie jetzt gerade Naja, präsent. hat wahrscheinlich den Iran-Krieg erklärt. Was soll die da noch machen? Sowas. Unsere Friedensfee, genau. Ja, erschreckend. Erschreckend friedlich, würde ich mal sagen. Gut, also wir beenden somit unsere erkältete Sendung meinerseits. Also ich versuche jetzt regulär Sendungen zu machen. Und ich hoffe, dass unser NATO-Akte Community, unsere Experten bald wieder zusammen in einer Sendung sitzen. Wilhelm hat ja schon den Anfang gemacht. Und wir sehen uns in ein paar Wochen oder vielleicht in einer Woche wieder. Und ich wünsche nur eins, dass diese Welt endlich mal und die Menschen zivilisierter werden und hören auf, sich gegenseitig abzuschlachten. Wir können jetzt von hier aus das nicht beenden, aber vielleicht setzen wir zumindest mal einen Gedanken in die Welt, die irgendwann in irgendeiner Generation dann fruchtbaren Boden findet und zu einer besseren Welt führt. Danke, Wilhelm, und wir sehen uns in der nächsten Sendung. Was dein? Because back then, when I was in your position, I was suggesting we bomb Belgrade.
I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I heard today that some people think that the U.S.